Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie. Boogie. Boogie. Pah! Boogie! In der Tat! Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kind. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberheim. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja. Sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Ja, erstmal moin moin und heidi ho, ihr Lieben. Sorry, dass ich mich in der letzten Folge nicht so wirklich verabschiedet hatte, aber ich fand, das war einfach so ein wundervoller Cut. Das konnte ich nicht stehen lassen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch schon längst eine Idee, warum das Spiel Harveys neue Augen heißt, denn ja, Dr. Marcel hat unserem geliebten Harvey neue Augen verpasst und die sind nicht so nett, aber wir wollen denen keinen Tee servieren. Gut, wir müssen. Und hier sehen wir die ganzen Verbote. Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Ja, gut. Nehmen wir mal die Teekanne. Teekanne! Psst, Lilly! Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin.
in der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen. Finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Genau. Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Okay. Das war der Beruhigungstee der Oberin. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. So, hoffentlich klappt das jetzt auch. Oh, Lilly! Ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Aha! Das ist merkwürdig. Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es killen. Aber Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Wie gut, dass wir hier Tollkirschen schon bekommen haben. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber ja, ja. Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Hoffentlich. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Okay, dann gehen wir mal Tollkirschen kochen. La la la. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Nein. Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn Pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschenmischung. Also, ihr habt es gerade schon gesehen, das ist das, was wir jetzt tatsächlich immer erwarten können, wenn wir gegen eines dieser Verbote hier verstoßen, dann kommt Harvey und sagt uns, nein, nein, mach das nicht. Na endlich! Wurde ja auch Zeit! Dummes Sehr schön. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Was ist diese Stickerei? Sie erinnert mich an meine
Ich glaube, ich muss mal die Siegleiser machen. Ich war so ein dummes Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ah, dann haben Sie diese Stickerei gestellt. Zoppi starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Kühl. Oh, die arme Tarantel. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Ja, und das ist Mathildes Chance, hier einmal die Musik etwas leiser zu stellen. Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Der lustige Hase mit... Ob Lilly... Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant, aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Toll. Hast du alles verstanden? Uh-uh. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Okay. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Boogie. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Ah, ich taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Oh, eine Keule. Schön. Diesen Staring konnte... Gut, gehen wir mal weiter. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Nochmal noch Kordel ziehen? Mein Auge! Oh, aufhören! Nochmal? Ich taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Okay.
Okay, es reicht noch nicht. Aber vielleicht können wir den Vorhang ausklopfen. Oh, wie das Bremen! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Perfekt. Die war vorerst unbeobachtet. Schnell weiter. Mein Auge brennt. So, wir haben da ein Riesenauge. Rippen. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Okay, was haben wir noch? Auge, Feuerholz, ein Zylinder und ein HW-Schneemann. Schauen wir uns erstmal alles an. Pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Ein echter Zylinder. Lilly war platt. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Entweder machten hier oder... Warte ich, ups, sorry. Diesen Staring... Okay, ich hab nichts mehr. Nehmen wir mal... Guck mal, ob wir den Zylinder nehmen können. Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon